In meinem ersten Video habe ich gezeigt, dass alle Körper im Innern eine Impulsquelle besitzen, und zwar der Komponente Z. Die Quellenstärke, die bezeichnet man als Gewichtskraft, und diese Gewichtskraft ist dann verantwortlich für die Fallbewegung. Also wenn ein Körper fällt, dann kann man zusehen, wie die Z-Geschwindigkeit andauernd wächst, und das ist ein Zeichen, dass der Z-Impulsinhalt zunimmt. Nun sitzen diese beiden Körper aber auf einem Balken der Wippe, und deshalb fließt der Z-Impuls sofort an die Erde weg. Das heißt, der Z-Impuls fließt hinein und dann sofort über die Sitzfläche weg, und im Balken fließt der Z-Impuls quer, das natürlich beidseitig. Beim Querfließen, das habe ich im zweiten Video gezeigt, bilden sich dann Quellen oder Senken von Y-Drehimpuls. Dafür habe ich dann auch ein Gesetz angegeben, also wenn der Z-Impuls in X-Richtung fließt wie hier, dann gibt es Quellen, und wenn er in minus X-Richtung fließt wie hier, dann gibt es Senken von Y-Drehimpuls. Aus Symmetriegründen gilt dann auch das analoge Gesetz für den X-Impuls, der in Z-Richtung fließt. Bis auf das Vorzeichen ist das die gleiche Formulierung. Das ist eigentlich das Hebelgesetz in der Ebene. Ich habe es dann auf den Raum erweitert, indem ich für alle drei Y-Komponenten das analoge Gesetz hingeschrieben habe durch zyklisches Vertauschen. Diese Quellen hier, die müssen dann die Senken speisen. Also hier gibt es dann einen querfließenden Y-Drehimpulsstrom, und dieser querfließende Y-Drehimpulsstrom führt dann zu starken Zug- und Druckbelastungen im Balken. Das nennt man dann den Biegemomentenverlauf. Damit möchte ich mich heute noch ein bisschen eingehender beschäftigen. Dazu gehe ich zu den Pendelstützen. Pendelstützen sind Zug- und Druckstäbe, die frei drehbar gelagert sind. Deshalb können Sie keinen Y- oder irgendwelchen Drehimpuls mit der Umgebung austauschen, oder ein bisschen strenger formuliert, die können gar keinen Drehimpuls aufnehmen, also hier in der Ebene drin keinen Y-Drehimpuls aufnehmen. Deshalb ist die Quellenstärke gleich 0. Und deshalb gilt dann diese Beziehung. Die kann man natürlich noch umformen und sagen, dieser Term ist gleich dem Term. Oder wenn man das Verhältnis der beiden Stromstärken bildet, dann ist das gleich dem Verhältnis der zugehörigen Abschnitte längs der entsprechenden Koordinatenrichtung. Diese Aussage besagt, dass Zug- und Druckkräfte nur in Richtung der Pendelstütze zeigen können. Mit diesem Gesetz möchte ich jetzt hier mal die Zug- und Druckkräfte im Balken erklären, indem ich jetzt hier ein Fachwerk bilde aus Pendelstützen. Also diese Stäbe sind jetzt an diesen Punkten hier überall frei drehbar gelagert. Beginnen wir mit dem Z-Impulsstrom, der ja dann hier quer fließen muss. Und nun besagt diese Aussage, dass Z-Impuls gar nicht direkt in X-Richtung fließen kann, denn dann wäre dieser Term ungleich 0, und das geht so nicht. Das heißt, diese horizontal liegenden Stäbe hier sind tabu für den Z-Impulsstrom. Also fließt er zigzagförmig gegen die Mitte. Ich habe das mal hier so gezeichnet und von der anderen Seite analog. Nun, wenn Z-Impuls in X-Richtung fließt, also wenn Z-Impuls in X-Richtung fließt, dann muss am gleichen Ort X-Impuls in Z-Richtung fließen. Nun, ich habe hier 45 Grad Stäbe genommen, dann sind die beiden Impulsstromstärken eben gerade gleich stark. Das heißt, hier fließt Z-Impuls in X-Richtung, also muss hier auch X-Impuls in Z-Richtung fließen. Gehen wir auf die andere Seite, dann fließt hier ja
Z-Impuls in minus x-Richtung, also muss hier x-Impuls in minus z-Richtung fließen, also da nach oben. Somit können wir hier einen geschlossenen x-Impulsstromkreis zeichnen. Das hängt natürlich mit der Symmetrie des Problems zusammen. Im allgemeinen Fall muss man dann hier richtig Knotensätze formulieren und ein Gleichungssystem aufstellen. Nehmen wir diese beiden Stäbe hier. Also hier fließt Z-Impuls in x-Richtung, also muss hier auch x-Impuls in z-Richtung fließen. Aber x-Impuls in z-Richtung, das wäre dann so. Also haben wir hier einen zweiten Kreis. Dann gibt es einen dritten Kreis und hier einen vierten Kreis. Also hier haben wir die doppelte Stärke und hier haben wir die vierfache Stärke des primären Z-Impulsstromes. Hier haben wir die einfache und hier die dreifache Stärke. Nun, X-Impuls, der in X-Richtung fließt, gibt nach der allgemeinen Regel eine Druckbelastung und X-Impuls, der in minus X-Richtung fließt, gibt nach der allgemeinen Regel eine Zugbelastung. Wir können also mit diesem Fachwerk und dieser Pendelstützenformel, was ein Spezialfall der Quellenformel ist, erklären, wieso es hier starke Druckkräfte gibt und hier starke Zugkräfte.